Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bastion. Wir sind in den letzten beiden Folgen so weit gekommen bis hierhin aktuell. Wollen wir mal die Übungsrunde mit der Machete machen oder machen wir das vielleicht am Ende der Folge, wenn wir noch so ein bisschen Zeit haben oder so? Ich glaube, das machen wir am Ende der Folge, würde ich vorschlagen. Die ganzen Level haben wir bis jetzt abgeschlossen und jetzt kommen die hängenden Gärten. Die habe ich auch schon gespielt gehabt. In der Aufnahme, falls ihr von Anfang an jetzt hier dabei seid, also von Anfang an des Let's Plays meine ich, dann habt ihr schon mein Mi-Mi-Mi-Mi-Mi gehört dazu, wie scheiße die Aufnahme zwischendurch war, weil OBS mir das Ganze so ein bisschen versaut hat und ich deshalb alles nochmal aufnehmen nicht musste. Ich hätte es euch auch geben können, aber dann wäre ich mit der Qualität halt absolut nicht zufrieden gewesen und das hätte mich so geärgert. Und stellt euch mal vor, jemand Neues kommt vielleicht auf den Channel, weil er das Spiel gern sehen möchte und sieht diese shitty Qualität, ohne dass er vielleicht weiß, dass sonst die Let's Plays flüssig laufen oder relativ flüssig. Je nachdem, was es für ein Spiel ist, aber eigentlich läuft es meiner Meinung nach recht gut sonst. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu, falls ihr mir jetzt hier komplett widersprechen wollt, in die Kommentare. The dead welcome him with open arms. The calamity took everybody after all. Kids sees a plain, frozen faces all around. You don't much care to see him, not like this. Ich habe übrigens keine Ahnung von der Story des Spiels. Wir sehen ja jetzt hier immer diese versteinerten Personen. Ich weiß auch nicht, ob das alles wieder gut wird, was das angeht. Ich weiß nicht. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Ich weiß nicht mal, ob ich die wirklich zerschlagen soll. Ich bin nur auf die Idee gekommen, sie zu zerschlagen, weil wir immer auf irgendwas draufstürzen, unter anderem auch auf sie. Und dann dachte ich mir, wenn das schlimm wäre, dass wir sie zerstören, dann würden wir nicht draufstürzen, oder? Ah, wartet mal, mein Ohr juckt. Aua. Someone who ain't like Mr. Beckley and his kindly wife. Kid sees him there agape, in the flesh. It's a snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no matter what. He's got so many questions after all. Der Vorteil an denen ist nicht nur, dass die übel gut helfen und reinhauen, sondern halt auch die Aggro auf sich ziehen. Das ist echt praktisch. The Thunder Brothers didn't make it. They never saw what it was like beyond the walls. Nor did the bird boy. Didn't make it. The Jawsons. They didn't make it. Huh?
Grady Senior, Grady Junior, they didn't make it. But him, he survived. Kid finds proof enough that man ain't from around here. Ich komme nicht rüber, ne? Weil sich hier auch kein Weg aufbaut. Aber na gut, was will ich auch da? Warte mal, hier oben war nix. Nee, war nicht. Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? The core survives as well. Entschuldigung. Oh, das schaffe ich doch nicht, oder? Oh Gott, oh Gott. Kid does what he has to do. Okay, hier ist nichts mehr. Ohne Katze. What do you say to a man who's seen too much? Ich kann hier gerade nichts kaputt machen. Kid hasn't a clue, but he says this. We have to go. Please. Der Überlebende hat sich bereit erklärt, zur Bastion zurückzukehren. He's a proper gentleman, that man. His name is Zulf. No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. So, und jetzt können wir erstmal, natürlich erstmal das. Come on, give the little tiger a break. Niemals. We fought the Ura decades ago, but that was then. Things are different between us now. For Zulf, Ceylandia was like a second home. He's real worried about his first home, too. Far to the east. Oh, wartet mal, ich nehme gerade meine Haarspannen. Spangen aus dem Kopf raus. Muss sie mal neben mich legen, weil es ungemütlich ist. So, weiter. We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. Zulf offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. He was born in the Tazzle Terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city. And he's lived here ever since. The cores, they remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be all right. Everything's gonna be all right. Well, look what we have here. Ich habe das letzte Mal das Fundbüro nämlich gebaut, um meine Waffen aufzudingsen. Gedenkstätte weiß ich noch nicht, was es ist. Deswegen würde ich sagen, wir bauen einfach wieder das Fundbüro, um dann gemeinsam den neuen Content zu erleben in der nächsten. Hier, Kid takes fragments of the old world and makes them whole again. You can make me whole again. So viele Lieder, die hier angespielt werden. Wartet mal. Das ist für die Machete. Das ist etwas Grobes für eine Waffe, die wir wahrscheinlich noch nicht kennen. Repetier. Warte mal, eine Waffe, die wir noch nicht kennen. Machete. Bogen. Der Hammer, ne? Geheimfertigkeit. Das ist eine Spirituose.
Okay. Das sind alle Spirituosen, ne? Okay, also eine Waffe. Ist das wirklich nur eine Waffe? Ich werde nämlich jetzt aktuell noch nichts kaufen, weil, wartet mal, ich zeig's euch nochmal. Wir haben zwar, es sieht erstmal viel aus, aber wenn wir drüben unsere Punkte hier oben für Fähigkeiten ausgeben, sind die ruggi-zuggi weg. Und deshalb möchte ich sie gern richtig ausgeben. Deswegen lasse ich das erstmal so, wie es ist. Und ich würde vorschlagen, oh, warum tut's denn hier Dingsen? Ach so, weil ich hier Zeug habe. Ach, zwei Sehnen. Aber ich will die Sehnen nicht verbrauchen. Das können wir am Ende machen, wenn wir zu viel Erfahrungspunkte haben. Ja, das können wir machen, wenn wir zu viele Erfahrungspunkte haben und nicht wissen, wohin damit oder irgendwie sowas. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. So, was haben wir denn hier? Obstgarten oder Fort Zunderstein? Ich glaube... Also im Obstgarten war ich hundertprozentig schon. Fort Zunderstein bin ich nicht hundertprozentig sicher. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit den Folgen, die ich schon mal aufgenommen habe. Und gehen zu Obstgarten des Püt. No use praying to the gods these days. No time for it either. So. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es oben lang geht. Ich weiß nicht mehr, was... Folks used to make pilgrimage here, to pay their respects to Pith, the bull. Well, the gods are long gone now. And oder the nee. Core is long gone too. Nee, es ging doch unten lang. Dann gehen wir erst mal oben gucken. Solange wir Punkte kriegen, jucken mich Dead Ends. Überhaupt. Was? Guck mal, Ricochets. So. Dann. Gehen wir jetzt den richtigen Weg, obwohl ich schon dachte, dass wir es tun. Seems Pith ain't much of a watchdog. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Ein Plüschpüt oder Pith. Mit dem können wir nichts machen, jetzt aktuell zumindest noch nicht. Glaubt mir, wenn ich sage, dass das hier gleich sinnvoll sein wird. Soweit ich mich zumindest erinnere. Pith stood for something once. Something real. In time, though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. Was Grobes. Ich weiß nicht mehr, wofür das Grobe war. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon hatte, wofür das Grobe gewesen ist. Stein geht nicht, die arme Katze. Pith makes a decent scarecrow at least. Oh, yeah. Let Pith lights up like a rodeo. Scheißdreck. Well, no use
Wolves turn him back just yet. Kid breaks him to bits. Must have been guarding that shrine. Ich vor allen Dingen, ich habe ihn in two bits gekloppt. Es war hauptsächlich mein kleines Wunderkind mal wieder. Mein kleiner Leichling. Deswegen. So, jetzt gehen wir mal wieder gucken. Ich werde hier nichts nutzen, ich erkläre euch auch gleich warum. So what'll it be? Invoke the gods or tell them off. Wir haben hier quasi die Möglichkeit, uns Boni zu buffen, würde ich jetzt mal sagen. Keine Ahnung. Wenn ich ihn nämlich aktiviere, bekomme ich 10% mehr Erfahrungspunkte und 10% mehr von den Dingern hier oben. Allerdings steht hier auch, die Feinde wachsen schneller und bewegen sich schneller mit Zuschlagen und so weiter und so fort. Und ihr und ich wissen ganz genau, dass das nicht gut geht, wenn wir das machen. Vielleicht kommen hier noch irgendwelche coolen Götter, die wir aktivieren können, mit denen ich klarkomme. Aber das tun wir nicht. Kid don't need favors from the likes of Piff. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Ich habe das in der ersten Aufnahme. Ach, shit. In der ersten Aufnahme. Ich habe mich wieder daran erinnert, dass ich ja ein Schild habe, liebe Leute. Habe ich nämlich diese Funktion angeschaltet, dass die Gegner stärker werden und sowas alles. Und das war nicht gut. Die Idee war echt nicht gut. Popping windbags is hard enough. No need to get the gods involved. Naja. Ich treff's gar nicht, merke ich jetzt erst. So, wir machen ganz ruhig, liebe Leute. So. Fein. Schützt du deine Mutti? Das ist gut. Oh nein, ist hier. Warum steht der dort? Kommen zwei Bullen? Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, dass zwei da waren. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Doch, offensichtlich waren zwei Bullen. Oh shit, oh shit. Das stimmt absolut. Deswegen sind wir sehr zufrieden und glücklich mit unserer Entscheidung, die wir getroffen haben. Hör auf, mein Pet zu töten, du Arschgesicht. Also fein gemacht, fein die Mutti gerettet. Kid ain't found a core, but at least he found Zulf's precious shrine. Ja, super, super precious.
Wie schon gesagt, vielleicht irgendwann, wenn da coolere Sachen drin sind, die mir persönlich mehr nutzen als das, dann können wir uns das gerne nochmal angucken, aber aktuell nicht. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Ein paar Alternatives in mind. So, liebe Leute, das machen wir noch hier. Sehr gut. Ich würde aber vorschlagen, den Rest machen wir einfach in der nächsten Episode, weil wir schon wieder bei 20 Minuten angekommen sind. Also bis dann. Tschüss.